Es ist einfach eine Freude und ein wunderbares Gefühl, ja, hier drinnen zu sein und zu arbeiten mit diesen Bäumen. Sie sind 1960 gepflanzt, also das äußert sich sicherlich im Geschmack auch. Das merkt man, dass der Äpfel dadurch sicher besonders schmeckt. Weiters werden wir im Frühjahr die Mäharbeiten vornehmen, denn nicht nur die Äpfel wachsen und die Bäume, sondern auch die Pflanzen unter den Bäumen. Wir verwenden einmal bei den Hochstammbäumen die Sense, weil es einfach am besten funktioniert unter den Hochstammbäumen. Denn mit einer neuen Technik kommen zwar auch ran, aber es ist nicht so bodenschonend. Weiters haben wir zum Beispiel mehrere Stellen, wo wir Totholz haben. Und das ist sehr, sehr gut für verschiedene Pilze, für Flechten und auch andere Insekten, die dieses Holz lieben, sich dort aufhalten und dieses auch zersetzen. Also ein sehr wertvolles Strukturelement im Apfelgarten. Dann meine Oma, die hat eine sehr lange, sehr große Erfahrung inzwischen, denn sie ist mit der Landwirtschaft von klein auf groß geworden. Deswegen ist sie immer für einen guten Rat hier. Und wenn sie zu Hause ist, dann macht sie auch gerne uns mal zwischendurch einen Apfelstrudel und versorgt uns dann mit einer leckeren Speise von den Äpfeln. Mi chiamo Simon Ruatti e faccio parte del progetto Biografia.